Vielen Dank, Jürgen, für die freundliche Vorstellung und auch für die Einladung, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Konvergenzthemen, wie ich sie jetzt behandeln möchte, sind ja schwierig. Sie potenzieren die Probleme und bleiben auch in einem Vortrag von 20 bis 30 Minuten eher ungenau. Also sehen Sie mir das nach, wenn ich hier nicht immer ins Detail gehe. Vieles von dem, was ich heute sagen werde, wurde schon angeschnitten und ich denke auch, dass ich hier in diesem Rahmen, ich erwarte mir eigentlich keine besonders kontroversen Diskussionen mit dem Inhalt, den ich Ihnen hier präsentieren möchte. Meine Überlegungen zur möglichen Zusammenarbeit von Filmarchiven und Bibliotheken stützen sich auf Gespräche, die ich 2016 mit insgesamt 10 Vertretern und Vertreterinnen von beiden Institutionstypen im deutschsprachigen Raum geführt habe. Meine Recherche erhebt somit keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich denke, sie zeigt auch in dieser kleinen Stichprobe schon Problemfelder und Potenziale auf, die eine Diskussion wert sind. Ich habe mich bei diesen Gesprächen einerseits auf Fragen der Formal- und Sacherschließung konzentriert, also ich habe mir angehört, wie die bestehenden Praktiken sind. Ich habe aber auch nach Vorschlägen zur Verbesserung gefragt, vor allem im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit dem jeweiligen anderen Institutionstyp. Damit zusammenhängend ging es mir auch um Fragen der Digitalisierung von filmbezogenen Beständen und deren Zugänglichmachung im Internet. Zusätzlich habe ich noch mich interessiert für die Sammlung von alternativen Ideen abseits der Online-Präsentation, zum Beispiel Filmreihen im Haus, Rechercheangebote im eigenen Haus, vor Ort oder sogar Makerspaces für Film. Dabei schon vorweg, in den meisten Interviews, ich nenne es mal Interviews, ich möchte mich auch bei den Gesprächspartnern nochmal herzlich bedanken, sofern sie auch vielleicht hier sind. Es waren auch sehr ehrliche Gespräche. In diesen Interviews gab es kaum Erfahrungsberichte zu gemeinsamen Projekten. Einzelne wurden genannt, wie zum Beispiel Into One. In diesem Projekt wurden zunächst Personennormdaten aus dem Deutschen Filminstitut in die Deutsche Nationalbibliothek eingespielt. Und es wurden auch kaum mögliche konkrete Vorteile im Hinblick auf wechselseitige Verweise und Zugänglichmachung der Bestände genannt. Jedoch bestünde zweifellos Bedarf für eine Zusammenarbeit, so war man sich einig. Woher also diese Diskrepanz? Welche Hindernisse stehen im Weg? Und auf zwei davon möchte ich jetzt näher eingehen. Das eine wäre die Zuständigkeit und das andere die unterschiedlichen Standards für die Erschließung. Ich möchte dabei nicht jetzt eine trennscharfe Definition von Archiv und Bibliothek vornehmen, die sich an Materialtypen oder Bestandscharakteristika orientiert. Es gibt bei filmsammelnden Institutionen eine Vielzahl von Bezeichnungen, die eher historisch bedingt sind oder kulturpolitische Überlegungen maßgeblich waren. Wir finden im internationalen Feld zum Beispiel Filmarchiv, Filmmuseum, Filminstitut, Kinemathek, Stiftung nebeneinander in Verwendung. Generell lässt sich aber feststellen, dass abgesehen von gewissen Prioritäten in der Beschäftigung mit Kulturgütern alle diese Einrichtungen in gewissem Maße sammeln, bewahren, restaurieren, vermitteln und präsentieren. Filmsammelnde Institutionen sind auch oft mit einer eigenen Bibliothek ausgestattet. Manchmal sind diese sogar ein integraler Bestandteil, wie zum Beispiel im schwedischen Filmarchiv, das Nationale Filmarchiv. Dort kann man nicht nur Bücher und Zeitschriften recherchieren, sondern auch alle nicht audiovisuellen Bestände zum Film einsehen, wie zum Beispiel Fotos, Nachlässe und Special Collections. So nennt man das im Filmbereich oft. Das ist ein bisschen schwammiger Begriff. Zur Zuständigkeit. Es ist allgemein bekannt, dass nicht nur Filmarchive audiovisuelle Medien sammeln. Umfangreiche Bestände zu analogen Filmen, hier denke ich an 35, 16 mm, Schmalformformate, aber auch Videoformate. Und digitalen Medien finden sich auch in Bibliotheken, Firmenarchiven, Privatsammlungen, Krankenhäusern, Schulen, aber auch Filmstudios und Filmlaboren. Vor allem in den USA gibt es eine langjährige Tradition, in den Universitätsbibliotheken auch analoge Filmsammlungen aufzubauen. So hat zum Beispiel die University of Indiana ein Moving Image Archive, in dem sich ca. 86.000 Filme befinden. Dabei sollten wir Film so breit wie möglich verstehen, nicht nur als Kunstprodukt, sondern als Teil der Informationsvermittlung. Und gerade hier sind zum Beispiel öffentliche Bibliotheken wichtig, die über große audiovisuelle Sammlungen verfügen. Ich habe Ihnen hier ein paar Zahlen an die Wand geworfen und ich habe dabei zwei Beispiele ausgewählt aus öffentlichen Bibliotheken. ZLB heißt die Zentrallandesbibliothek Berlin und die Hamburger Bücherhallen, die über die größten audiovisuellen Sammlungen
in öffentlichen Bibliotheken verfügen. Also Sie sehen hier zum Beispiel auch, dass die audiovisuellen Sammlungen für öffentliche Bibliotheken, in denen es ja viel um Nutzerzahlen geht, das wissen Sie besser als ich, ein wichtiger Posten auch sind. Wissenschaftliche Bibliotheken begreifen Filme dagegen oft als Forschungsdaten, die weiter verarbeitet, also erschlossen werden können und müssen. Zum Beispiel Lehrfilme, Hochschulfilme, Vorlesungsaufzeichnungen, Konferenzaufzeichnungen, Interviews mit wissenschaftlichen Partnern oder auch gefilmte wissenschaftliche Experimente. Die Forderung an Kulturinstitutionen lautet in der heutigen Zeit sicherlich, dass zumindest die Bestandskataloge und idealerweise auch die Digitalisate online zugänglich sein sollten. Die Archive nehmen das durchaus wahr. Und ich zitiere jetzt: Es steht also mehr als nur das Bemühen um Modernität hinter dem Versuch, die Wahrnehmung der Archive zu verbessern. Es geht ganz entschieden auch um Nachweis von Relevanz. So hat es Michael Hollmann, der Präsident des Bundesarchivs, 2016 geschrieben. Am Beispiel von Filmzeitschriften sieht man diese Problematik meiner Meinung nach ganz deutlich. Textdokumente werden in Filmarchiven eher nachrangig behandelt, dazu meist mit der Bearbeitung und Bewahrung der digitalen filmischen, also der filmischen Dokumente, die ressourcengebunden sind. Jetzt kommen noch Langzeitarchivierungen dazu und digitale Speicherung. An Bibliotheken wiederum sind filmbezogene Zeitschriften auch kein Schwerpunktsammelgebiet. Als gelungenes Beispiel für Zugänglichmachung möchte ich Anno erwähnen, ein Projekt der Österreichischen Nationalbibliothek, in dem wirklich mit geringen Mitteln laufend Zeitungen und Zeitschriften digitalisiert werden und jetzt auch im Volltext mit OCR recherchierbar sind. Hier sind sogar mittlerweile 13 Zeitschriften oder Filmzeitschriften online, die für Filmrecherchen interessant sind. Ich komme zu unterschiedlichen Standards bei der Erfassung und Formalerschließung. Und hier, ich finde das ein sehr gelungenes Bild, das nochmal vielleicht auf einen Blick verdeutlicht, wie viele Standards es denn gibt in den unterschiedlichen Domänen. Vielleicht haben Sie Lust, sich das nochmal genauer auch anzusehen. Hier hat sich jemand die Mühe gemacht, nach Domänen, nach Communities, also nach Gemeinschaften, nach Funktion und nach Zweck unterschiedliche Standards zusammenzutragen. Und wenn ich hier hingehe zu Moving Images, ich glaube, wird auf einen Blick deutlich, dass es sehr viele Standards gibt. Und das Gleiche gilt dann noch auch für bibliothekarische Erschließungen. Diese Entscheidungen für die Bewahrung, die Digitalisierung und die Veröffentlichung eines Bestands folgen aber nicht immer präzise definierten Arbeitsabläufen, sondern basieren zum Teil auf historisch gewachsenen Strukturen, die nicht selten auch individuell geprägt sind. Unterschiedliche Standards bei der Katalogisierung machen gemeinsame Aktivitäten zudem schwierig. In der Tat ist es im Speziellen für Filmarchive noch komplizierter, da es keinen allgemein akzeptierten Standard gibt, obwohl mit dem kürzlich entwickelten CIN 15907 Standard große Fortschritte gemacht wurden. Also nur ein konkretes Beispiel oder vielleicht ein Beispiel für die Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit von Filmarchiven mit Bibliotheken, wiederum aus dem Into One Projekt wurde genannt, dass zum Beispiel Rollen bei den Credits oder Cast nicht so einfach in bestehende bibliothekarische Systeme integriert werden können. Das ist aber ein Zustand, der für Filmarchive natürlich unbefriedigend ist. Stand der Formalerschließung, wenn ich jetzt den Stand der Formalerschließung in Filmarchiven vielleicht etwas überspitzt zusammenfassen möchte, dann könnte ich sagen, dass sehr viele Ressourcen für die Erfassung und Pflege von Stammdaten verwendet werden, dass Doppelarbeiten im Bereich der Stammdaten gang und gäbe sind und dass viel manuelle Arbeit in einen Bereich fließt, die vielleicht so nicht notwendig wäre und die man woanders besser einsetzen könnte.
Bibliothek, Sie wissen es ja, Bibliotheken katalogisieren schon lange im Verbund und ich denke, hier könnte man sich vielleicht besser austauschen und Erfahrungen einbringen. Auch wenn es verlockend wäre, an dieser Stelle ausführlich über formale Erschließung zu sprechen, möchte ich ein paar Gedanken zum weitaus ambitionierteren Thema der Sacherschließung bringen. Sie konnten in der Zwischenzeit schon ein bisschen lesen. Ich habe hier ein paar Aussagen zur Sacherschließung aus Filmarchiven und Bibliotheken gesammelt, die ich denke repräsentativ sind. Der Tenor ist, oder die Grundaussage ist, dass die momentane Situation im Hinblick auf audiovisuelle Werke sicherlich unbefriedigend ist und man schon an Lösungen arbeitet, die sich aber nicht einfach gestalten. Vom Erschließen ist es dann nur ein Schritt zum Suchen und Finden. Und hier, denke ich, steht fest, dass Nutzer medienübergreifende Anfragen haben und heutzutage auch dementsprechende Ergebnislisten erwarten. Wir haben heute auch schon von einer Art ästhetisch geleiteten Suche gehört. Das wäre natürlich auch ein schönes Beispiel, wie man Sammlungen auch zugänglich machen kann, jenseits von textuellen Beschreibungen. Eine berechtigte Frage bleibt aber, ob die Institutionen ihre Nutzerinnen und ihr Suchverhalten ausreichend kennen. Ich möchte hier Jennifer Schäffner zitieren, die in ihrem aufschlussreichen Artikel The Metadata is the Interface dieser Frage nachgegangen ist. Im Blick standen Archive und vor allem Special Collections, die bekanntlich für die Institutionen nicht einfach zu verwalten sind. Die Autorin stellt zunächst die große Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Benutzerinnen und der historischen Praxis der Beschreibung in Archiven fest. Darüber hinaus gilt es, Missverständnisse aufzuräumen. Während sich also Archivare und Bibliothekare viele Gedanken darüber machen, wie sie die Nutzer und Nutzerinnen nicht mit unterschiedlichen Arten und großen Mengen von Metadaten überfordern, geht es für diese zunächst einmal nur darum zu erfahren, was in den Beständen vorhanden ist. So Schaffner. Warum Beschreibungen des Inhalts für Nutzer und Nutzerinnen wichtig sind, liegt auf der Hand. Gerade wenn es um eine Recherche abseits von filmwissenschaftlichen Fragestellungen oder ästhetischen Fragestellungen geht. Das heißt, man an den Schnittstellen zu anderen Disziplinen operiert, zum Beispiel Politik, Wissenschaft, Sozialwissenschaften. Auch Kuratoren und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen in den eigenen Archiven und Bibliotheken benötigen unbedingt deskriptive Metadaten, um interessante Bestände für Projekte oder Präsentationen auszuwählen, das heißt, damit sie ihre Arbeit gut machen können. In der Praxis zeigt sich leider ein gewisses Muster und ich möchte einen Satz zitieren, der in diesen Interviews genannt wurde. In der Realität arbeitet man immer wieder mit den gleichen Sammlungen. Die Mitarbeiter sind bei der Auswahl stark befangen, weil nämlich der besser beschriebene Bestand immer auch der attraktivere ist. Ich denke, das Gleiche gilt vielleicht, dass man auch unbewusst vielleicht oder aus Zeitmangel immer wieder gleiche Werke auswählt, auch vielleicht für die Realität von Digitalisierungsprojekten. Ich möchte noch auf einige Probleme bei der Sacherschließung eingehen, die man sowohl in Archiven als auch in Bibliotheken finden kann. Das wären zum Beispiel Altdaten. Auch Filmarchive haben in den Jahren oder nicht digitalisierte Bestände, die sich auf Sacherschließung beziehen. Auch Filmarchive haben in den Jahren ihres Bestehens oft sehr detaillierte Angaben zu ihren Sammlungsobjekten angelegt. Diese ausführlichen inhaltlichen Beschreibungen befinden sich oft nicht in der Datenbank, sondern zum Beispiel auf Papierdokumenten oder Karteikarten. Es werden zwar laufend frühere Erschließungen retrodigitalisiert und so zugänglich gemacht, aber die Aufräumarbeiten können mitunter sehr lang dauern. Ein anderes Problem ist natürlich der Zeitaufwand. Und die automatische Indexierung von Video ist sicher ein sinnvoller Weg, um die ressourcenintensive Sacherschließung bewältigen zu können. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Seit 2014 ist das TEBAV-Portal online, ein Portal für audiovisuelle Medien, das tatsächlich State-of-the-Art Multimedia Retrieval Verfahren berücksichtigt und auch mit semantischer Analyse verbindet. Das Ganze wurde in Zusammenarbeit mit dem Hasso-Plattner-Institut in Potsdam durchgeführt. Das Problem ist dabei nun, dass es sich um ein proprietäres System handelt, das nicht einfach weitergegeben werden kann. Erschwerend kommt noch dazu, dass eine Anpassung auf andere Vokabulare extrem aufwendig wäre, weil, wie Sie sicher wissen, ist die TEB spezialisiert auf MINT-Fächer. An dieser Stelle muss die Frage erlaubt sein, ob denn nicht mit Forschungsgeldern geschaffene Software auch nicht anderen zur Verfügung gestellt werden könnte, gerade wenn es um so sinnvolle Entwicklungen geht.
Auf der anderen Seite setzt man, das ist auch schon angeklungen heute, große Hoffnungen auf alternative Formen der Erschließung und der Einbindung des Menschen als semantisches Werkzeug. Grundsätzlich nutzen Institutionen, Firmen oder prinzipiell jedermann unter dem Stichwort Crowdsourcing bereits das Wissen der Masse, indem man sich an eine Fachcommunity oder auch an die breite Öffentlichkeit wendet und dann entweder vergütete oder freiwillige Beiträge erhält. Dafür gäbe es nun viele schöne Beispiele, also zum Beispiel das Projekt Annotate, der Tate Modern oder auch Britain on Film, des BFI, die Geodaten aus Filmdokumenten crowdsourcen. Und ich denke, diese zeichnen sich, soweit ich gesehen habe, auch durch eine sorgfältige Materialauswahl aus. Also man muss sich gut überlegen, welche Projekte man hier auch sozusagen fürs Crowdsourcing zur Verfügung stellt. Und auch durchwegs eine ansprechende Gestaltung der Web-Oberfläche. Und hier möchte ich als Stichwort nur Gamification nennen. Also man muss die Menschen natürlich auch ein bisschen bei der Stange halten. Ob man damit aber alle erwünschten Zielgruppen erreicht, bleibt natürlich fraglich. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch zu den Vermittlungsaktivitäten gehören könnte, sich in Gruppen organisiert an solchen Crowdsourcing-Projekten zu beteiligen, gerade mit Menschen, die von solchen Aktionen zuvor nichts gehört haben, die nicht computeraffin sind oder keinen Internetanschluss besitzen. Zu klären ist natürlich auch, wie diese gesammelten Daten dann auch im Sinne des Forschungsdatenmanagements weiter gesammelt und gespeichert werden können. Vielleicht geht es aber auch viel einfacher. Warum nicht einfach die Nutzerinnen und Nutzer des Archivs oder der Bibliothek bitten, ihre inhaltlichen Beschreibungen bzw. die selbst erstellten Digitalisate wiederum den Institutionen zur Verfügung zu stellen oder gleich selbst in die Datenbanken einzugeben? Man könnte das vielleicht sogar mit manueller oder semiautomatischen Annotationstools, die die Datenbank anbietet, verknüpfen, die das Eingeben erleichtern. Wie bereits gesagt, scheitert die fehlende inhaltliche Beschreibung am nötigen Zeitaufwand, aber auch an fehlenden Kategorien zur Beschreibung. Soweit ich übersehen kann, gibt es für den audiovisuellen Bereich wenig Initiativen und wenig Vokabulare, die man verwenden könnte. Ein Beispiel wäre die Subject Headings des Periodical Indexing Projects der FIAF, das eigentlich erstaunlich wenig im Einsatz ist. Und ich denke an ein Projekt, das ich selbst mitbetreut habe. Wir haben Wochenschauen online gestellt und ich habe mich vielleicht auch zu kurz oder zu wenig auf die Suche gemacht, welche Vokabulare ich hier übernehmen könnte, bin nicht fündig geworden und habe dann das gemacht, was man vielleicht immer tut, nämlich selbst eines entwickelt. Das Mappen dann mit anderen Wochenschauarchiven ist dann natürlich etwas schwieriger. Ich möchte noch ein paar abschließende Gedanken und vielleicht noch ein, zwei Beispiele bringen. Also wie schaffen wir Strukturen zur gemeinsamen Erschließung und zum Datenaustausch für audiovisuelle Sammlungen, unabhängig von nationalen und institutionellen Grenzen? Mein Vorschlag wäre, neben den bereits bestehenden Initiativen innerhalb der eigenen Community auch stärker an übergeordnete Strukturen und Zusammenarbeit mit dritten Partnern zu arbeiten. Meine Gesprächspartner waren sich zum Beispiel darüber einig, dass europäische Projekte für die Schaffung von dringend benötigter technischer Infrastruktur zum Datenaustausch wichtig sind. Die internationale Förderung kann dann beispielsweise für die Entwicklung von Schnittstellen eingesetzt werden, was in der Folge dann auch eine bessere nationale Zusammenarbeit bedeutet. Eins dieser Beispiele wäre das European Film Gateway oder das Nachfolgeprojekt EFG, European Film Gateway 1914 bis 1918. Oder werden diese Strukturen gerade von Non-Profit-Organisationen wie Wikimedia und hierbei vor allem von Wikidata und Wikicommons gebaut? Wer die Diskussionen auf der Discussion-List von Wikidata verfolgt, wird beeindruckend sein, wie aktiv und professionell die Community hier agiert. Und Kulturinstitutionen bringen sich mehr und mehr mit Daten, aber auch mit Mitarbeit ein. Nun sind Institutionen aber auch keine reinen Datenspeicher, die Informationen hin und her schaufeln, sondern sie sind Teil eines komplexen Gefüges, in dem es um Fördergelder, Konkurrenz auch, um Ressourcen und manchmal sogar Existenzsicherung geht. Auch abgesehen von Finanzen ist die institutionelle Selbstrepräsentation oder auch die Marke wichtig. Es macht also einen Unterschied für Institutionen, über welche Plattformen Nutzer auf die Sammlungen zugreifen. Aber nicht nur unsere traditionellen Vorstellungen vom Sammeln werden sich in Zukunft ändern, sondern auch diejenigen von Kuratierung und Präsentation. Innovative Konzepte und Ideen wie das Archiv des neuen Typs zum Beispiel oder die virtuellen Ausstellungen des Deutschen Filminstituts oder der Stiftung Deutsche Kinemathek favorisieren ein Entdecken und Flanieren statt einer gezielten Expertensuche. Die Institutionen leisten dafür wertvolle Vor- und Mitarbeit,
indem sie zunehmend Werkzeuge bereitstellen, aber dann auch projektbezogen ihre Daten kuratieren. Und hier habe ich, denke ich, ein ganz schönes Beispiel des BFI. Ein Projekt, das vor kurzem online ging, ist die BFI Filmography. Das können Sie dann auch selbst entdecken. Ich möchte hier vor allem auf diesen Bereich eingehen, wo sich eine Filminstitution tatsächlich die Mühe gemacht hat, mit diesem Beispiel hier gleich sozusagen an die Öffentlichkeit zu gehen und sich zu und ihre Daten so weit hier visualisiert hat, um zu zeigen, wie die Verteilung von Männern und Frauen in der Filmproduktion. Schade, ich glaube, da sieht man jetzt leider nicht alles. Sie können selbst entdecken, hier sind die, die Berufsbezeichnungen, zum Beispiel Regie, Kameramann und so weiter. Und man kann sich den Anteil von Männern und Frauen in diesen Bereichen nochmal ansehen. Darauf möchte ich jetzt nicht mehr konkret eingehen, aber ich wollte Ihnen trotzdem das nochmal kurz zeigen. Auch Library of Congress hat ein schönes Projekt online gestellt, das Labs heißt. Es integriert, glaube ich, auch so eine Art Annotationsplattform. Worauf ich aber abschließend noch hinaus möchte, ist die Zusammenarbeit untereinander, unter den Institutionen, aber auch mit Wissenschaftlern. Digital Humanities war schon ein Stichwort, ist auch das Buzzword der Stunde, ist aber, denke ich, trotzdem ein weiterer konstruktiver Weg. Und was ich Ihnen hier kurz zeigen möchte, ist ein Projekt von Eric Hoyt. Und zwar hat man eine Suchplattform mit Forschungsgeldern über die Sammlungen der Media History Digital Library gebaut, in dem Textdokumente, also Filmzeitschriften, durchsucht werden können. Und Sie können sie ja selbst noch ein bisschen erforschen. Aber wenn ich hier Walter Ruttmann eingebe, dann bekomme ich hier angezeigt auf einer Timeline, in welchen Zeitschriften ein Artikel zu Walter Ruttmann vorhanden ist und kann dann hier sehen wir, es ist Close-Up. Und kann mir dann das hier noch genauer ansehen. Und es ist sogar eine Inhaltsbeschreibung dabei. Also es gibt noch mehr Visualisierungswerkzeuge hier, aber die können Sie ja dann auch selbst sich noch ansehen. Ich möchte abschließend aus einem Vortrag zitieren, den Rick Prelinger, vielleicht haben Sie von dem Namen gehört, es ist ein Archivist, ein Internetaktivist auch, den er vor Filmarchivaren gehalten hat und in dem er dafür plädiert, dass wir das Filmarchiv weniger als einen Lagerraum, sondern als eine Quelle und den Geburtsort von neuen Werken denken. Und dann müssen wir den Lebenszyklus des Archivmaterials und die potenzielle Da müssen wir den Lebenszyklus des Archivmaterials um die potenzielle Wiederverwendung herum bauen und den Nutzer in den Mittelpunkt stellen. Und als Vorbilder dafür nennt er Bibliotheken und die Wissenschaft. Vielen Dank. Super. Gibt es Fragen? Erstmal herzlichen Dank für das wunderbare Programm an die Veranstalter und an alle Mitwirkenden. Auch gestern der Abend im Filmmuseum war grandios, ja, mit diesen alten Filmen 1906, 13, 30, möchte ich nicht vergessen zu sagen. Und ich habe eine Frage, und zwar, was meinten Sie jetzt mit Passwort der Stunde? Und ich wüsste gerne, was Sie konkret an Ihrem Arbeitsbereich in Potsdam erreicht haben. Also welche Ziele haben Sie verwirklichen können? Weil Sie waren ja vorher in Wien und ja. Okay, also Digital Humanities, ich nehme an, Sie alle kennen den Begriff.
Nein? Okay. Also, Digital Humanities ist ein Begriff, der kommt eigentlich aus so etwas wie Humanities Computing und es ist ein großes Zelt, unter dem sich verschiedenste Wissenschaften auch tummeln können und es ist gar nicht so genau festgelegt, was dabei jetzt genau passieren soll. Das ist auch eine Diskussion, wie sie bei neu gegründeten Wissenschaftszweigen ebenso ist. Aber im Grunde geht es damit, dass man mit Computer gestützt Geisteswissenschaft betreibt. Dabei sollen, und das finde ich spannend dabei, auch Gedächtnisinstitutionen mit ihren Sammlungen eingebunden werden, die dann die Basis für Untersuchungen von Geisteswissenschaften sind. An meinem Arbeitsplatz am Zentrum für Medien, am Brandenburgischen Zentrum für Medienwissenschaften, das eine sehr junge Einrichtung ist, ich sehe es Ihnen nach, dass Sie das nicht kennen, das wurde vor einem Jahr gegründet. Es ist eine institutionsübergreifende Einrichtung. Es sind alle Hochschulen in Brandenburg dabei beteiligt, die Medienwissenschaften betreiben. Das sind auch technische Hochschulen dabei, aber auch die Universität Potsdam, die Filmuniversität Babelsberg und noch viele andere. Und Digital Humanities ist da leider noch kein großes Thema.